Hi Freunde und willkommen zurück zu Let's Play South Park Bring the Crunch. Wir sind hier gerade im Kampf gegen Whimsy, der sich als Jason Voorhees verkleidet hat und ich will auch so ein Kostüm, verdammt. So, jetzt aber erstmal seinen Machetenangriff hier abwehren, beziehungsweise überspringen. Nice. Jetzt bin ich nämlich dran. Und ich mache hier erstmal ein paar Fallen hin, damit Whimsy sich verletzt, wenn er auf mich zukommt. Zack, zack, zack. Zack. In Werken seid ihr durchgefallen. Wir brauchen alles, was brennen. Mein Gott. Au. Hat einen ganz schönen Schlag drauf hier. Wie schrecklich. Ich krieg euch schon. Splitwing, ja. Kriegt ihr nicht. So, was machen wir denn? Ich würde sagen... Oh, wartet, ich weiß. Köstlichkeit. Kann ich schon mal Jimmy schützen? Kinder, hört so auf. Gleich fallt ihr ins Wasser und keiner hat eine Schwimmweste an. Und... Busch! Kinder, bitte! Das halt wohl nicht so schnell. Nice. Dieses Rumgerangel ist auf dem Steg nicht erlaubt. Ist gleich vorbei, Mann. Ach so, das ist, okay. Alles klar, das ist seine Mutter. Hab ich jetzt erst gesehen. Von euch. Schere! Schalle! Die Kräfte des Chaos lächeln dir zu! Oh nein! Komm! Alter! Dann bleiben, Professor! Ich komme! Bitte Hilfe! Nein! Schon wieder. Scheiß Kugelfische! Sieht mitgenommen aus! Macht euch auf Schmerz gefasst! Ich würde sagen. Ich hole mal meinen Mexikaner. Komm her, Mexikaner! An die Arbeit, Lakai! Pues, donde está el cemento? Was ist passiert? Ich kämpfe jetzt, oder? Und Attacke! Du kämpfst jetzt, ja! Sieh, du kämpfst jetzt! Das ist ein Bluter! Alter! Dieses Mal kriege ich euch dran, Jungs. Eine Girl ist ja schon klasse, aber muss das ganze Blut sein? What the fuck? Hat er jetzt angegriffen oder nicht? Kein Plan. Pass auf, ich stelle mich hier hin. So. Und dann kicke ich dich hier rüber. Hui! Krabo. Explosionseffekte. So, was ist jetzt los? Auf Badass, okay. Für die Kunst muss man leiden können, was, Professor? Aber nicht für immer. Bald schon schlage ich zurück. Ulti ist bereit. Ich werde diesmal die von Mintberry nehmen. Machen wir lieber leckere S'mores am Lagerfeuer. So sieht's aus. Ja. Ihr werdet alle geminzt und beerdigt. Einen Energieschub, um es den bösen Jungs zu zeigen. Schablago! Minzbeere, wecke den Helden in dir! Mintberry Crunch! Blitzfreak, zischt los! Ausgezeichnet. Ja, du könntest theoretisch mal healen hier. Du willst eine Heilung? Ach so, das von Whimsy ist eine Aufladefähigkeit. Alles klar. Ja, sorry. Das schneide ich raus. Ich musste mal husten. Alter. Ja, was machen wir denn da jetzt mal am besten? Theoretisch gesehen kann er uns doch nicht treffen, obwohl mit dem Angriff wahrscheinlich dann schon, oder? Schmecken trotzdem gut. Wenn ich ihn jetzt dahinter kicke. Ich weiß nicht, ob er seine eigenen Leute auch mittreffen kann. Ich mach mal lieber den hier. Oder? Na, ich weiß es nicht. Oder wartet mal. So. Okay. Wenn ich morgen aufwache, dann nicht, weil jemand ins Scheiß-Signalhorn bläst. Aber das Frühstück.
Und dann klopp ihn einfach mal da rein. Vielleicht wird er ja tatsächlich von Wurmsi getroffen. Wäre eher machbar. Möglich. Nein, mach ich nicht. Haha. Ah, alles klar. Habt ihr das gesehen? Das war jetzt der Effekt von dem Artefakt, was ich gehabt habe. Ausgezeichnet. Okay, das funktioniert doch ganz gut. Dann würde ich sagen, ich verwirre dich und schocke dich. Britzel. Zugegeben, deine Art Chaos hat seinen Reiz. Danke, das freut mich. So, okay, dann zeig mal, was du kannst, Whimsy. Ach so, Moment. Lass mal den hier verdreschen. Lo siento. Von dem ganzen Blut wird mit Blut. Ja, nicht. Ja, nice. Alles klar. Er killt tatsächlich auch seine Verbündeten. Das ist gefährlich. Passt natürlich zu Whimsy. So, mein lieber Klon, ich würde sagen... können wir mit dir mal machen. Du stehst gerade ein bisschen ungünstig. Ohne Witz. Okay, ich kann nicht viel mehr machen als den hier. Oh, supi, ich habe ein richtig gutes Gefühl bei den kannst Sache du nämlich in die Richtung dann klatschen. Nicht mit dem See. Dann müsste er sterben, weil er über die Falle rutscht. Und fügt sogar Nathan noch ein bisschen was hinzu, weil er gegen ihn fliegt. Perfekto. Damit ist der Klon aber auch weg. Alle Betreuer sagen, dass sie dich zum Kotzen finden, Jimmy. Überlass die Witze lieber mir, Nathan. Nathan. Heilige Scheiße. So. Stimmt, was man sagt. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ja, aber warte mal, ich mach was anderes. So, einmal den hier. Bei der Macht der Minze und der Beere. Ich weiß halt gerade auch nicht mehr ganz, gesehen, wie lange das hält. Mit dem Final Girl an. Moment. Was machen wir denn mal? Wie viel Energie habt ihr hier noch? Oh, du bist tot? Okay, dann mach ich dich weg. Entschuldig das Klischee, aber... Hilfe! Das bringt leider gar nichts. Ja, Moment. Aber das hier bringt was. Ich kann nämlich Nathan. Ich stelle mich mal hier hin. Da bin ich nämlich zumindest von dem Grünen sicher. Komm, Kinder, nicht streiten. Wer will Tardi hier reinkicken. Sorry, Ma'am. Ich habe meine Ukulele in der Mitte. Ich erwarte nichts. Jetzt muss eigentlich nur noch Badders weg. Auszeit, Auszeit! Wir haben Kopfschutz mitgebracht. What the fuck? Oh ja, nichts kann mir wehtun. Benutze Mimsy, um Nathan zu besiegen. Ja, mach ich doch schon die ganze Zeit. Deine Abwehr, nervig. Oh Mist! Vorsicht! Sonst verliert einer ein Auge! Er soll noch Köpfe abschlagen. So, und zwar. Na, hier stehe ich lieber nicht. Ich britzel ihn, dann killt ihn der Schock. Ich bin zwar ein Monster, aber behandel mich doch nicht so. Oder dann eben der Mexikaner, ist mir auch egal. Na, nicht ganz. Aber egal. Passt schon. Ciao, Mexikaner. Der Boss sagt, ich soll damit rumfuchteln, alles klar. Oh Mann. Aber das ist eigentlich ganz gut, dass ihr euch da hinstellt. Das passt tatsächlich ganz gut. Alles okay, Chaos? Nicht wirklich. So, ich beerdige euch, Halunken. Ja, ehrlich gesagt... könntest du eigentlich tatsächlich mal deine Ulti einsetzen. Brauchst du einen Energieschub, um es den weil viel was anderes macht gerade keinen Sinn. Schablago, Minzbeere, wecke den Helden in dir.
So. Ich wusste nicht, dass Müsli so etwas kann. Ja, da kannst du mal sehen. Okay, Butters braucht dringend Heilung. Heilung, Geld zurück. Geld zurück. Das waren definitiv mehr als 0,3 Sekunden. So, pass auf. Nathan krieg ich leider nicht dahin, also muss ich Whimsy eben wegbekommen. So. Und nur zur Sicherheit gehe ich mal lieber dahin. Ich weiß gerade nicht, Whimsy kann man wegstoßen, ne? Doch, habe ich schon mal gemacht in dem Kampf. Ausgezeichnet. Echt gut gemacht. Chaos, aber ich finde, ja, apropos gut gemacht, ich finde es halt auch wirklich richtig gut, dass sie das so wie aus der Serie gemacht haben, dass Whimsy halt immer Nathans Pläne durchkreuzt durch seine Dummheit. So, damit wäre der zumindest schon mal weg. Haha. Nice. Mein Helm, ich bin wieder verwundbar. Erledige Nathan. Aber doch gerne. Dieses Mal mache ich es richtig, Boss. Ich will euch nur fesseln und etwas foltern. So, das hat überhaupt nichts gebracht. Dankeschön. Stell dir die Welt ohne das... Überspringen. Kämpfe. Sorry wegen des Zugs. Böse Buben. Die Welt ohne das Camp ist geil. Ich war nie in einem Sommercamp, deswegen kann ich da nicht mitreden. Habe ich gerade gesagt, die Welt ohne das Camp ist geil? Was laber ich da für einen Scheiß? Wäre furchtbar. Das Publikum wird toben. Ich hätte es geliebt, so ein Sommercamp gehabt zu haben. So, der braucht eigentlich streng genommen nichts. Also kann ich Whimsy einfach mal, Nathan angreifen. Ich hasse dich, Timmy. Ja, ich weiß, dass du mich hast. Die Ulti bringt nichts, also kommen hier einfach ein paar Sägeblätter ein. Säg! Nächstes Mal mit Schutzbrille. Wie ein Zorn, weißt du? Ihr seid verloren! Und Britzel. Na, tut's gut. Gegen Verwirrung ist er immun, aber nicht. Oh, ich will euch noch aufschlitzen. Kopfverkehr gilt auch für Sägeblätter. Flappe halten und sterben. Okay, davon nimmt er aber leider auch keinen Schaden. Wie soll ich Schuss machen, wenn hier alles vollblutet? Was ist denn jetzt los? Ach so, neue Leute. Alter, wie viele sind hier an dem See? So, ich würde sagen. Ja, ich würde sagen. Ich minze euch. Einen Moment. Nimm das für bare Minze. Bis bald, Weltraum hält. Jetzt aber schnell. Könnte Jimmy ihn platt machen? Das wäre echt cool. Ja, das passt perfekt. Das Jimmy macht ihn alle. Ein ausgezeichnetes Ende für Nathan. Psychotische Episode DNA, das ist auch geil. Und ein Fischmann-Körper und Fischmann-Hände und Fischmann-Kopf. Gefällt mir. Ach, danke. Vielen Dank. Wo sind die anderen Betreuer? Geht's ihnen gut? Ja, sie sind alle grausam gestorben. Aber solange sie leben, kann das Camp offen bleiben. Hurra! Hurra! Ganz recht. Denn es gibt nichts auf dem Planeten, warum Tadikaka für den Sommer geschlossen werden sollte. Das wäre vielleicht ein Grund. Heilige Scheiße! Was zur Hölle war das? Hallo, Mint Berry Crunch. Du? Was willst du hier? Ich bin deiner Minzspur durchs All gefolgt, Crunch. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet. Den richtigen Moment für... Weiche von hier. Wir werden unsere Angelegenheit ein andermal regeln. Ich muss gerade meinen Freunden mit dieser Betreuerin und dem Camp helfen. Ach wirklich? Na, wenn du die Betreuerin willst, dann holt sie dir doch. Nein! Ja, lass mich gehen! Hilfe! Oh Gott, hilf mir doch her! Oh nein, wer weiß, was das böse Ellie mit dir anstellt. Sie ist die letzte Hoffnung fürs Camp. Wir müssen sie retten. Nochmal. Verdammt, war ja klar, dass das jetzt kommt.
Ja, das war sowas von klar. Okay. War aber ein nicer Kampf. Das war tatsächlich... What the fuck? Ich wusste nicht mal, dass man das hier starten kann. What the fuck? Böser Fisch. Carassius Homicidus. Homicidus vor allen Dingen. Homicide. Weißt du, Mord, versteht ihr? Ja, alles klar. Ja, guckt meinen mörderischen Fisch an. Lol. Was ist denn mit meinem Kostüm los, wenn ich einen Filter drüber setze? Egal. Okay, alles klar. So. Hui. Das war, glaube ich, daneben. Ja. Alter, what the fuck? Nein, schwimm weiter in die Richtung. Das ist einfach nur... Ist das Gaga. Hui! Bom! Ausgezeichnet. Vor allen Dingen das Blut da drin noch. Forellenbarsch. Micropetrus salmoides. 25 cm. Weiter geht's. Müssen nicht bei jedem Fischen Foto machen. Hui! Nein! Das hat leider auch nichts gebracht. Ja, stimmt. Es gibt ja noch ein Fischabzeichen, ne? Beziehungsweise ich dachte mir ja schon, dass es noch ein Abzeichen gibt für diese Schärpe. Bom. Wow, what the fuck? Ich nehme deine Herausforderung an. Ein Krebsmensch. Alles klaro? Krebsmensch! Ah ja, natürlich, ich muss alleine ran, alles klar. So, ich flitze euch weg hier. Kommt her, ihr Versager. Lass uns in Ruhe. Nein. Vielleicht fangen und essen. Beziehungsweise mein Klon und ich wollen euch fangen und essen. Das ist ein... Es ist einfach mal so eine kranke Scheiße. So, wie wär's mit ein paar Sägefallen, ha? Krebsmenschen sterben so leicht. Nein, vergiss es. Ich lasse überhaupt nichts. Im Gegenteil. Ich hau dich die Sägen entlang. Adios. Ihr mit euren verfluchten Menschentricks. Die sind nicht schlecht, hä? Au. Der Menschenschmetterling ist zart. Der Menschenschwächling schlitzt dich weg. Verflucht an die Menschen. Tod den Krebsmenschen. So, Junge. Komm mal ran hier auf einen Zentimeter. Wah! Ich kneif dich zum Verzehr in kleine Stücke! Du genauso. Huah! Ciao. Das bringt gar nichts, du Trottel. Denn du bist tot. Und du auch. Komm her. Hammertime. Und das war's. Was kriege ich jetzt? Krustentierchen-Modulator. Okay. Gestreifte Krebsdrüsen und ein bisschen Geld.
Okay. Jetzt nochmal ganz kurz. Was muss ich denn hier eigentlich machen? Okay, das sind die Abzeichen. Oh lol, noch zwei hier gibt's. Was ist denn hier noch? Backen, such ein Kochbuch. Hab ich doch eigentlich schon. Habe ich das nicht gefunden mal? Fange einen Tardikaka-Süßwasserhai. Alles klaro. Die Frage ist natürlich, kann man das jetzt irgendwie sehen, was da einer ist hier? Glaub nicht, oder? Okay, hauen wir das mal dahin. Bom. Ein Angelast. Virga Minutus. Okay. Stolzer Fang. Echt geil. Hui. Bom. Hat nichts gebracht, schade. Dahin. Und bumm. Noch ein Ast, geil. Absolut genial. Hui. Und das ist, bitte nicht noch ein Krebsmensch, ein großer Schwulwitz. Ictalurus Homo Magnum. Okay. Beziehungsweise okay. Hat nichts gebracht, scheiße. Ah, wir haben noch genug Versuche. Hui. Das ist noch ein Forellenbarsch. Sieht man das denn jetzt überhaupt so richtig? Ich glaube, ich muss erst genügend Viecher fangen, oder? Damit da Blut entsteht und der Hai kommen kann. Nochmal ein böser Fisch. Ich glaube, ist da einer... Oh ja. Das dachte ich mir schon. Zack. Bam. Komm her. Oh, da schwimmt er. Du bist. Alles klar. Okay, aber ich habe verstanden, was ich machen muss. Also erstmal so ein paar normale Fische hier fangen, damit dort Blut entsteht und der Hai kommt. Aludose, Hirnea Metallicus. Alles klar. Selbst dafür gibt es einen lateinischen Namen. Zack. Bam. Lass mich raten, ein Ast. Ich dachte es mir. Nein. Zack. Komm her, was auch immer du bist. Das ist definitiv ein Fisch. Ich komme einfach auf den schwulen Barsch nicht klar. Das sieht nicht aus wie ein Fisch. Es ist ein Stiefel. Ausgezeichnet. Zack. Bam. Goldfisch. So. Oh nein, noch ein Krebsmensch. Den Kampf skippe ich ganz kurz. Wir sehen uns in einer Sekunde. So Leute, ich steck mal an der Stelle wieder ein. Ich habe es wieder geschafft, einen Hai anzulocken. Mal gucken, eventuell kriegen wir ihn jetzt sogar zu fassen. Ich nehme mal an, der wird jetzt noch schneller sein. Ja. Dann mache ich hier einfach mal das Ding dahin und... Autsch. Da haben wir ihn schon. Tardikaka Süßwasserhai. Carcharias Tardikakos. 2 Meter lang. Da machen wir doch glatt mal ein Foto. Ja, hier, warum nicht? Mal so ein bisschen rötlich.
Ausgezeichnet. Und eine Hai-Paarungspfeife haben wir auch bekommen. Das ist sehr schön. So, Moment, was bringt uns denn das als alles gerade? So, wo ist die Pfeife her? Das macht was? Beschwörungen sind 25% effektiver. Das ist interessant, aber was zählt jetzt alles als Beschwörungen? Also der Mexikaner auf jeden Fall. Aber auch meine Sägeblätter zum Beispiel. Ich würde sagen, bringt mir momentan nicht allzu viel. Hier könnten wir mal nachgucken. Wir haben ja da was bekommen, was Neues. Ultimativkrafterholung, dafür weniger Statuseffektschaden. Würde ich mal machen. Aber noch ein bisschen mehr Power. Okay, dann müssen wir uns natürlich noch das Abzeichen abholen. Aber wir müssen auch noch backen, ne? Also von daher... Ich helfe dir, die Betreuerin zu finden, aber ich brauche zuerst deine Hilfe. Meine Kräfte schwinden. Ich muss sie wieder... Entschuldigung, hab dich unterbrochen. Herstellen. Bring mir Milch aus dem Speisesaal. Beeilung, verlier keine Zeit. Verstanden. Zu Befehle, Doktor. Da wollte ich jetzt eh hin, weil da müssen wir immer noch das Backabzeichen holen. Und ich hole mir erstmal das Fischereiabzeichen von Jimmy. Zack. Schärpenartefakt verbessert. Ein letztes Abzeichen fehlt allerdings noch. So, hier war nämlich das Kochbuch. So. Lake Tardikaka. Das Chili hier. Perfect Potato Salad. Oh, du hast das Rezept für S'mores. Mach ein, dann kriegst du das Backabzeichen. Außerdem was? Außerdem kriegst du einen leckeren S'more. Na bitte, Wunderarsch. Du hast alles, was du für einen S'more brauchst. Geh zum Lagerfeuer und röste das Ding. Sonst noch irgendwelche Nachrichten, die ich verpasst habe? Oh, töte ihn, Neuer. Töte ihn für mich. Warum? Will dem Hai nichts tun. Den nehme ich. Oh, aber cool, dass die auch auf diese Fische so reagieren. Vielleicht hätte ich einfach mal alles fotografieren sollen, um mal zu gucken, was die Reaktion ist. Na, egal. So, rösten wir uns... Ach so, also das war praktisch nur im übertragenen Sinne gemeint, oder was? Mit dem S'more? Ich glaube, ich muss den einfach hier machen, oder? Hallo? S'more? Oder ist das schon wieder ein Artefakt? Hallo, wo mache ich einen S'more? Ist der Brettbuch dazu? Hä? Ach, hier, alles klar. Röste den Marshmallow. Oh nein. Ach so, ich muss das gedrückt halten. Ja, sehr gut. Nein. Nein. Hä, was muss ich machen? Ah, okay. Etwas mehr am Takt. Sehr gut. Na, das war etwas zu schnell. So, in diesem Takt weiterfurzen, bitte. Ausgezeichnet! S'more! Verbrauchsgegenstand. Ach so, und das könnten wir jetzt theoretisch gesehen noch endlos lang machen. Okidoki. Das bringt mir jetzt bitte genau was? Moment erstmal. Ich's vergesse. Ich möchte natürlich ein Fischmenti sein. Fischmenti mit Herzbrille?
Fischmännchen mit Schlangenaugen. Nee, nö. Nö. Wehrjägerbrille, nö. Mit Monokel? Fischmännchen mit Monokel, alles klar. Nein, nee, wir lassen es mal. Ich lasse einfach mal so jetzt. Was haben wir hier eigentlich noch? Achso, das ist das Bademeister-Ding. Und was haben wir hier für Haare? Bademeister-Locken. Echt, es gibt eine eigene Frisur für Bademeister? Das wusste ich noch gar nicht. Was ist denn hier eigentlich neu? Verbündeter. Oh, stimmt, den könnten wir uns auch mal angucken. Mintberry Crunch. Kokujunyana. Sisman, chaotisch neutral. Chaotisch, der? Riboflavin ist seine Religion. Minze und Beeren von Kokujun seine Machtquelle und fettarme Milch sein Kryptonit. Alles klar. So, letztes Abzeichen. Ich bin stolz auf dich. Ausgezeichnet. Freut mich. Und das war's. Alle Abzeichen bekommen. Little Ranger Kostüm. Pfadfinder Uniform. Du hast alle Abzeichen in Rekordzeit gesammelt. Ja, nice. Dir scheint es hier fast so gut zu gefallen wie mir. Aber sicher nicht so gut wie mir. Ich muss diese Uniform ganz schnell loswerden, bitte. Oh Gott. Oder? Sieht denn der Little Ranger aus? Warum erinnert mich die Uniform gerade an The Walking Dead? Also jetzt nicht wegen dem grünen Gesicht, so, weißt du? So, hier. Make-up. Keins. Lahm. Alter. Okay, passt auf. Ich zieh für den Abschluss wieder das Überlebenden, das Final Girl Kostüm an, okay? Einfach nur, weil mir es so gut gefällt. So. Hallo? Wo ist es denn? Nee, hier. Kann da auch noch Handschuhe dazu? Wie war denn das? Nee. Ja, Überlebenshandschuhe. Okay. Das schaut definitiv stark aus. Und ich würde sagen, Leute, das war's dann auch schon wieder für heute. Okay, wir haben alle Abzeichen gesammelt, alle Geister-Selfies gemacht, Fische gefangen. Und hier ist jetzt auch wirklich nichts anderes mehr übrig, außer dieser Hauptquest. Und das machen wir dann nächste Folge weiter. Vielleicht war es das dann sogar schon. Das wäre dann tatsächlich auch die allerletzte Folge zu South Park The Fractured Butthole insgesamt, weil das ja auch der letzte DLC ist, ne? Wahnsinn, schon wieder ein Let's Play in meinem Leben abgeschlossen. Naja, mal gucken, was uns nächste Folge noch so erwartet. Hoffe für dieses Mal, es hat euch wieder ein kleines bisschen gefallen, was ich hier mache. Falls ja, ihr wisst, ich freue mich über jeden Kommentar, aber auch ein einfacher Like tut es schon. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, ciao!